Im Herzen der historischen Altstadt von Mediasch befindet sich als zentraler Punkt auf einem Hügel die evangelische Margaritenkirche. Ihr Wahrzeichen ist der Dramiter genannte Trompetenturm. Ich hatte das Glück einer persönlichen Führung durch Küster Mircea Sanislav. Er zeigte mir den Turm und die Kirche. "200 Stufen müssen bestiegen werden, bevor man die obere Plattform mit ihren vier Erkern erreicht. Die Kirchturmuhr von Adolf Hemper stammt aus dem Jahr 1912. Mittels Elektromotor wird die Uhr zweimal in der Woche aufgezogen. Dazu werden über 100 Kilo schwere Gewichte an Seilzügen montiert bewegt. Über ein Gestänge wird im Stockwerk darüber die Zeit auf die äußeren Zifferblätter übertragen. Die einzige Glocke im Turm dient dem Schlagen der Stunden. Für das eigentliche Geläut besitzt die Kirche einen externen Glockenturm. Die von außen sichtbaren vier Erker sind über die obere Plattform zu erreichen. Von ihnen hat man eine wunderbare Aussicht über das historische Mediasch. Das Hauptschiff der spätgotischen Kirche weist die typischen Spitzbögen und Netzgewölbe auf. Dem Altar, ebenfalls spätgotisch, gingen im Laufe der Reformation einige Skulpturen verloren. Die barocke Orgel aus dem Jahr 1755 befindet sich auf der westlichen Empore. Sie ist ein Werk des siebenbürgischen Orgelbauers Johannes Hahn. Nach der Wende wurde in den 90er Jahren der Topsdorfer Altar zum Schutz vor Verfall und Beschädigung in der Mediascher Kirche untergebracht. Die Fresken an Nord- und Südwand datieren zwischen 1385 und 1420. Sie haben unter der Feuchtigkeit der Jahrhunderte gelitten und wurden nur teilweise restauriert. Auf der Südempore findet man den Altar der Kirche von Nimes aus dem Jahr 1520. An den Wänden und von den Emporen hängend findet man eine Sammlung anatolischer Teppiche. Es sind die Siebenbürger Teppiche, eine der bedeutendsten Sammlungen ihrer Art. Die Margaritenkirche ist wie viele Kirchen in Rumänien Teil einer Ringfestung zum Schutz gegen die türkischen Angriffe aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Mit dem Mediascher Stadtwappen beende ich diesen kleinen Rundgang.